Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, eigentlich wollte ich das Intro hier gar nicht machen, sondern nur in der Brille abhalten, aber ich muss euch ein bisschen was erklären. Also hier gibt es heute Aspire 2 Mixed Reality Aufnahme, aber ich habe einige Probleme gehabt. Erstmal, die Quest 3 ist für die interne Aufnahme immer noch nicht zu gebrauchen, meiner Meinung nach, denn die Synchronität der Video- und Audiospur, die ist echt übelst schlecht. Also wir haben nicht eine, sag ich mal, einen Delay oder eine Verzögerung von 4-5 Sekunden dauernd, sondern das variiert während der Aufnahme. Das ist total komisch. Ich habe das Video jetzt oft gesplittet, dann Tonspuren verschoben und so weiter und so fort, um das einigermaßen synchron hinzubekommen, habe das sehr, sehr viel gesplittet und ja, nachher hatte ich, glaube ich, eine Verzögerung von, ich glaube, maximal 40 Sekunden, also ist echt heftig, von Anfang bis zum Ende. Das war eine 35-Minuten-Aufnahme und ja, also jetzt schon mal Entschuldigung, wenn es nicht ganz synchron ist. Und dann muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen mit der Stimme, wenn ich interne Aufnahme mache. Die Stimme ist einfach viel, viel zu leise und man hört mich kaum. Aber ich möchte euch das Gameplay halt zeigen. Ab und zu hört man mich ganz gut, manchmal nicht. Also da muss ich mir noch was einfallen lassen, wenn ich das hier ein bisschen verbessern will. Aber die interne Aufnahme ist echt, ja, weil es diese Verzögerung gibt, Audio-Videospur, unsynchron, ist es nicht schön zum Schauen, leider, aber ja, ich muss mir da was einfallen lassen, mal schauen, wie ich das am besten hinbekomme. Wenn ich hier aufnehme, ist das kein Problem, dann kann ich über Screencast alles schicken, ist kein Problem, aber wenn ich da hinten irgendwo was aufnehme, reicht das mit dem Screencast nicht, wegen dem WLAN und so weiter und so fort. Also deshalb dieses Intro hier mal als Erklärung und ja, jetzt wünsche ich euch trotzdem viel Spaß beim Gameplay und am Ende gibt es dann auch noch ein Fazit. Also bis gleich. Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay und ja, wie versprochen, wollte ich euch natürlich mehr Mixed Reality Aufnahmen zeigen. Heute wird es Aspire 2 und in einem Video habe ich euch ja erklärt, wie ihr die Räume anpasst, dass ihr wirklich die Wände alle so anpassen könnt, wie ihr auch in Wirklichkeit ja, zur Verfügung habt und dass ihr nicht nur einen Raum habt, sondern auch raumübergreifend Mixed Reality nutzen könnt. Das Video werde ich euch auf jeden Fall unten in die Beschreibung packen und in die Infobox. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und ja, ich hatte meine kleinen Probleme jetzt hier mit dem Spielbereich. Also wir haben einmal dieses Raum einrichten, was ich in dem Tutorial gezeigt habe, wo ihr wirklich alles scannt und dann die Wände auch anpasst, so wie sie jetzt sind. Und dann gibt es nochmal den Spielbereich selber, wo man sich die Grenzen zieht. Und das ist begrenzt auf 10x10 Meter. Und scheinbar ist es so, dass ich hier hinten in der Ecke dann diese 10x10 Meter ausgereizt habe. Und dann geht die Spur nur noch in diesen Weg. Und ich kann dann nicht in diese Richtung mehr machen. Ja, warum, wieso, weshalb? Ich denke, dass es die 10x10 Meter sind. Ich habe es jetzt nicht abgemessen, aber es kommt schon hin, wenn man sich den Weg mal anschaut. Ja, da sind wir immer noch so ein bisschen limitiert. Ich hoffe, das wird auch irgendwann mal von ja, Meta aufgehoben. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt hier mal Aspire 2 zu zocken und was mir aufgefallen ist, dass Aspire 2 oder Aspire 2 ab und zu Schränke, Laptops, wo man ran muss, hier in den Weg stellt einfach oder hier einen Schrank hinstellt und da in den Weg und das nimmt natürlich die Immersion, weil ich dann irgendwie da durch muss. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht. Es ist wirklich zufallsbasiert, wann das passiert und wir versuchen einfach mal wirklich ja, hier was zu reißen. Wir machen es erstmal nochmal so eine kleine Mini-Mission. Also wir haben zwei Mini-Missionen, da kann man sich 80 Punkte organisieren. Pro Level kann man sich 5 Sterne sammeln und ja, dann hat man diese Spiele hier zur Verfügung und bei den großen Operationen sind es halt ein bisschen weniger und wir können auch gerne mal hier kommen. Wir gehen direkt auf groß, schauen wir uns das Ganze mal an. Eine große Bereichsprüfung, große Variante unseres Standardeinweisungsszenario. Optimiert für die größeren Umgebungen, in denen der MR-Agent diese Simulation durchführt. Ja, wir sollen einen Laptop finden und hacken. Wir probieren es. Uns wird jetzt erstmal angezeigt, wo wir hin müssen. Da der Pfeil.
Das heißt, wir müssen in diese Richtung und ich hoffe, er setzt es jetzt nicht unter die Treppe. Das ist nämlich schon mal passiert. Okay, da setzt er uns jetzt hin. Das heißt, wir gehen hier hin und wenn man dann aufstellen drückt, muss man relativ still stehen und sonst ja, gibt es halt Probleme, weil er sonst nicht weiß, wo ihr euch befindet. Das heißt, den Spielbereich jetzt nicht verlassen. Okay, configuring our training program for larger spaces. Success. Ja, zack. Welcome to large-scale mixed reality, Tempest. This is where our MR missions really shine. If you've ran the small space induction, then you'll find these missions to be familiar. But now we have the space to fit more things in the simulation. As with before, hack the laptop, and then we're done here. Laptop hat er schön positioniert, nur falsch rum. Das passiert halt, man kann es trotzdem spielen. Okay. Das heißt, ich werde jetzt hier mal starten. Das ist sehr schade, dass das wieder passiert ist. Aber gut, werden wir klarkommen mit. Wir haben hier die Möglichkeit, Betäubungspfeile zu schießen. Wir können uns auch reparieren, wenn was kaputt ist. Diesen Ding hier. Treffen können. Ah, das habe ich die Junge. Und zur Not können wir uns jetzt auch treffen. Alright, stand it. Ah, what the bloody. Bypassing enemy systems. All objectives completed. Waypoint updated. Five stars. Now that is how it's done. Okay, Tempest. Moving right along. The objective is simple with this mission. Don't explode. Touch those lasers and it's boom. Do what it takes to reach that laptop and get the intel we need. Den sehen wir auch so, okay. All objectives completed. Waypoint updated. Da ist der Tisch eingescannt und ihr seht, da liegen da Sachen drauf. Mal schauen, dass ich hier auch durchkomme wieder. You've completed the mission, but there's a long way to go before you deliver a five-star performance. Kann ich mit leben. Große Bereichsprüfung 3. MR-Agenten müssen den Netzhautscanner umgehen, um ihr Ziel zu erreichen. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, den Schlüssel zu finden.
Dann gehen Sie in den Netzwerkscanner und hacken Sie den Laptop. Okay. This is always one of my favorites. Search your environment for the key. You'll need that key to bypass the retinal scanner. Good luck. Der Kasten, den müssen wir treffen. Ah. Da haben wir jetzt den Kopf für den Netzhautscanner. Guck, der bleibt da sogar liegen. Wie geil ist das? Auch das ist alles eingescannt. Bleibt schön auf dem Tisch liegen. Also besser geht's ja nicht, oder? Zugriff gewährt. So, wohin haben wir jetzt Zugriff? Auf den Laptop, oder? Genau. Laptop ist freigeschaltet. Bypassing enemy systems. All objectives completed. Waypoint updated. Also allein diese Verschmelzung von wirklicher Realität und der VR-Welt, mega. Mission success, technically. There's room for improvement with this one, Tempest. Okay, vielleicht weil ich einmal zu viel geschossen habe. Jetzt geht's aber weiter. Think you're smarter than me? Infiltration mission is a go. Time to get close and personal with these guards. Expect to improvise on this mission, Tempest. Go. You mind? Wand hätte ziehen müssen, lässt aber die Meta-Quest nicht zu, weil die Wände begrenzt sind. Also das muss noch seitens Meta ein bisschen verbessert werden. Das können wir denn eigentlich auch sagen. Hände hoch. Nicht erkannt, weil ich auch die Grenzen nicht so ziehen konnte. Okay. This is all I know. Please, don't kill me. Fine, ain't got much. You can have it. Fine, just give me a sec.
Chief, a spy's last known location is... Mission failed, but that's what mixed reality training is for. You won't let this happen in the real world, will you? Werden wir jetzt definitiv überspringen. We have a live feed. Your objective, stop the missile launches. We have multiple silos open. Eliminate all threats in the area before they initiate the launch sequence. Magazine. Waypoint updated. Good job on completing the. Ja, Leute, auch das Outro wollte ich eigentlich in der VR-Brille abhalten, aber da war die Tonspur auch schon zu Ende und ach, hört auf. Also, ich muss sagen, das Spiel macht mega viel Spaß und ja, dieses Mischen von wirklicher Realität mit VR, also Mixed Realities, gefällt mir richtig gut. Es funktioniert auch teilweise echt gut. Was ich jetzt zu bemängeln habe, außer das, was ich schon im Intro gesagt habe oder am Anfang gesagt habe, also zum Spiel. Ich muss sagen, ich habe die Wände ja in diesem Raumscan-Modus umgesetzt, aber leider hat man nicht die Möglichkeit, so viele Wände wie möglich zu setzen. Eigentlich müsste ich viel mehr Wände setzen, damit das Spiel auch weiß, okay, da ist jetzt, da darf ich nicht hinsetzen und so weiter und so fort. Lässt die MetaQuest 3 aber nicht zu. Also die sagt nach Summe X Wänden, so jetzt ist Schluss, maximale Wände erreicht. So, dann weiß das Spiel natürlich auch nicht, da darf ich jetzt keinen Schrank hinsetzen. Und das war das Problem, warum manche mal die Schränke in meinen echten Schrank reinbacken, obwohl der Raumscan-Modus ja erkannt hat, da ist ein Schrank. Und man kann ihn auch dann markieren, aber trotzdem irgendwie unterhalten diese beiden Versionen sich nicht so wirklich miteinander, glaube ich zumindest, dass, sage ich mal, der Raumscan-Modus und Aspire 2 sich da nicht genug austauschen. Ist jetzt nur eine Vermutung, weiß ich nicht ganz genau, ist meine Vermutung. Und ja, dann noch das Problem, dass die Raumgrenze halt 10x10 Meter nur ist und ich nicht
beide Räume komplett einrahmen konnte. Habe ich euch am Anfang gezeigt, da ist halt eine Linie, die ich nicht weiterziehen konnte, weil ich denke mal, diese Grenze erreicht wurde, weil es halt auch total gerade gezogen wurde. Und ich konnte dann halt nicht nach ausweichen. Aber diese kleine Ecke, das ist jetzt vollkommen in Ordnung. Ansonsten macht es mir richtig viel Spaß. Ich hoffe, dass in irgendeinem MetaQuest 3 Update noch die Wände erhöht werden, dass ich vielleicht die doppelte Anzahl an Wände eintragen kann. Weil es gibt Wohnungen, die sind halt verwinkelt. Da muss man ein bisschen mehr Wände setzen, und um das halt besser hinzukriegen. Und ich hoffe, das kommt noch wirklich. Und dass die beiden, also Spiel und MetaQuest, sich dann besser austauschen, damit das Spiel auch weiß, wo genau was die hinsetzen darf. Und also deshalb musste ich ab und zu so in den Schrank reinschlüpfen und konnte dann halt nicht normal reingehen, was die Immersion dann auch ein bisschen kaputt macht, ne? Aber trotzdem gefällt es mir richtig gut. Also Mixed Reality gefällt mir gut und ich hoffe, da kommen noch viel mehr Spiele dazu. Ich versuche auf jeden Fall, meine Videoart ein bisschen zu verbessern, dass ihr ein bisschen mehr Spaß auch habt und dass ich auch ein bisschen mehr Spaß beim Video bearbeiten habe, weil das war jetzt echt Hölle. Und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr konntet euch einen kleinen Eindruck verschaffen, wie Aspyr 2 jetzt hier in Mixed Reality aussieht. Und wie gesagt, man kann da mit der Mission richtig viel Spaß haben. Teilweise sind die echt schwer. Ich habe auch teilweise Missionen rausgeschnitten, weil ich es nicht geschafft habe. Aber trotzdem macht es Spaß. Und ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Und gerne mal eure Meinung zum Aspyr 2 Mixed Reality. Was sagt ihr dazu? Gerne mal in die Kommentare rein damit. Und wenn euch es gefallen hat, Like raus, Abo-Button nicht vergessen. Und damit unterstützt ihr meine Arbeit. Mein Kanal wird immer größer und dann wird auch mehr Reichweite erzeugt. Und das hilft mir halt, egal welche Reaktion ihr habt, ob Like, ob Kommentar, Abo. Das ist alles super wichtig. Spielzeit vom Video ist wichtig. Und ich bedanke mich bei euch für eure Unterstützung. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.